ein letztes Aufblitzen der untergehenden Sonne. Untergehende Sonne ist ja der falsche Begriff. Die Sonne geht ja nicht unter, sondern die Erde dreht sich einmal von ihr weg und schiebt sie unter den Horizont. Das macht eben auch so eine der falschen Vorstellungen der Menschheit über die Proportionen aus. In 12 Stunden ist die Sonne da drüben aufgegangen und jetzt nach 12 Stunden geht sie im Westen unter. Und wenn man sich diesen kurzen, überblickbaren Raum vorstellt, ein paar Kilometer, 20, 30, 40 bis darüber zu den Bergen und bis zu diesen hier, dann verkennt man völlig die Umdrehungsgeschwindigkeit am Äquator, wenigstens von 2000 Stundenkilometer. Nach 12 Stunden hat die Erde also etwa die Hälfte von 38.000 Kilometer, also etwa 20.000 Kilometer zurückgelegt. Aber weil die Sonne eben so weit entfernt ist und so hoch steht, wandert sie nur langsam über den Zenit. Und wir haben das Gefühl, dass sich die Erde dabei gar nicht dreht. Man spürt wenigstens nichts. Davon, von dieser nicht beschleunigten, gleichmäßigen, horrenden Geschwindigkeit. Es gab von Grenouille einmal ein Comicbildchen, auf dem ein Mann auf einem Stuhl sitzend in einem Zimmer mit stirrem und erschrecktem Blick nach vorne sieht und die Haare wehen ihm, die langen Haare wehen ihm nach hinten weg und in der Sprechblase darunter heißt es, dies war der Mann, der allein durch seine immense Einbildungskraft der ungeheuren Geschwindigkeit der Erdumdrehung seine Haare zum Fliegen bringen lassen konnte, seine Haare fliegen machen lassen konnte. Pegasus ist zurück. Ben arrivato. Nicht abgesoffen. Warum auch?